Ich weiß nämlich schon was anderes. Da drüben, genau da drüben. Ich sehe es ganz genau. Ich sehe es vor meinen Augen, als hätte es schon in der Hand. Papst, komm ich da mit. Lieg. Ja, ich bin aber leider nur ein Kotz und kein Flughund. Oh. Was liegt denn da an? Eine Fernbedienung. Da ist echt der Fernseher. Ich halte es nicht. Einfach rumgetreten. Die Kotze ist einfach. Alter, was bist denn du für einer? Der Hund lebt gefährlich auf der Welt. So. Einmal ein wenig eine Spannung im Spiel haben. Der schaut auch gut aus, ey. Der hat ein wenig eine Ähnlichkeit mit mir. Aber das schaut so mal, Alter. Schnauzbart, brühen, die Haare, Alter, das bin ich. Geil. Ich wusste, irgendwann wäre ich so groß, dass ich sogar in Spiele schaue, doch. Fühle ich. Hilft das was, wenn ich ihm aussehe, mag beim Geschlechtsverkehr? Was ist mit meinem Geschlechtsverkehr? Der ist schön, ich weiß. Macht regelmäßig richtig Spaß. Mann, wir kommen jetzt schon wieder weiter, Alter. Ich will doch nicht Ovi. Bist wahnsinnig, da kann ich wieder aufversuchen. Ach so, Omega. Ah, Alter, ich sag's euch, ich mutiere schon zu kurz. Ich hab das Gefühl, dass ich heute noch einen Wollknädel ausspeibe. Oder ausscheiße, je nachdem. Bei den Blähungen ist die Gefahr relativ groß. So. Jetzt muss ich nur irgendwie da umkommen. Ah, es geht wieder so. Meine Güte. Jetzt muss ich da irgendwie. Ah ja. Da läuft wieder ein Ventilator. Dann muss ich sich hier wieder irgendwas einschupfen. Versetzung. Belüftungsstromversorgung. Ah, danke schön. Du brauchst keine Belüftung, du bist der Roboter, scheiße. So, das letzte Buch. Auch wieder ein Rätsel. Los auf, was schaust du schon so schlecht aus. Aber er muss der Coder eigentlich was trinken? Oder was kann ich schon so auf ich? So, so auf die Kotz. Muss die Kotz was trinken? Weil ich habe da irgendwie keine Anzeige, irgendwie wegen Durst und sowas. Natürlich hat das Game was gekostet, das ist ganz neu. 26 Euro. Wie findest du das, der Tag-Demon? Also Leute, mal eine Umfrage. Wie findet ihr das Game? Gut oder nicht so meins? Ehrliche Antwort, ich würde mich natürlich freuen, wenn es so schön irgendwo fühlt, aber es ist da auch mal lustig, was anderes auch zu machen. Nicht nur immer, ich liebe Wreckfest und Fall Guys, ihr wisst das, ich spiele es immer wieder mit euch, aber einfach einmal abwechslungsmäßig einmal was mit Story, macht auch Spaß. Prost! Ja, da war's, geht ab. Hallo, Gichtbrügel. So! Na, Mutterbrustsauger, bist du noch da oder bist du schon wieder am Titten nutzeln? Nutzeln. Ich hab gerade echt eine leere Hülse nachzunten. Du wieder? Jo, Alter! Der Typ, Alter. Geist der Nascher. Alt, ne? Nicht schlecht, oder? Ja, es kommt eine Umfrage von meinen Moderatoren. Dann können sie so stimmen, Leute. Ich find's cool. Muss ich echt sagen. Weil man einfach auch wirklich da ein bisschen ja, mitdenken muss. Und da ich das nicht so gut kann, wird's recht lustig. Deswegen habe ich einen Papst und einen Patrick im Hintergrund. Wenn ich mich gar nicht mehr aussehe, frage ich einen, aber die sehen sich genau weniger aus. Genau. Ja. So ist es. Was sagst du zu dem Spiel, Papst? Find's interessant. Wow, mit einer Überzeugung. Ist voll ja. Cool. Ja, find's interessant. Wäre jetzt nichts für mich, aber ich guck dir gerne dabei zu. Fühle ich. Schau, ich kann ihn. Schau. Was passiert? Alter, ich hab's gewusst, dass da einen Anzerschmeck gibt. Bringt mir der jetzt was? Nein. Zuerst muss ich das Rätsel finden. Leere ist ein Sünder. Was im Kopf? Nee, check. Hüsen. Achso, leere Hüsen. Ja, ja, das gebe ich dir vollkommen recht. Nicht einmal anzahlen und dann ist schon weg. Eh, hat's was mit der Tier da auf sich? Das wollte ich jetzt nicht. Irgendwo da herin geht es sicher weiter.
Ja, das ist nicht mehr so sehr. Muss ich da auch da raushupfen oder was? Nein, oder? Hast du einen Booster bestellt, Max? Ja, Stray, ja, freut mich für dich. Ich muss doch nicht da raussehen. Muss ich da raussehen? Derre Fullbank, wie geht's da? Weil da herin habe ich jetzt alles gesehen, das ist ja nichts Großartiges. Ich vermute, ich muss da raus. Ich probiere es jetzt einfach. Oder ist das nur meine Rückfahrkarten? Nein, ich glaube, das ist einfach nur meine Rückfahrkarten, wenn ich mal das gefunden habe, was ich eigentlich suche. Ah, da liegt sie! Alter, bin ich dumm, ich hab's umgeschmissen, die Kisten, da war's ja eh. Sie scheinen fast alle zu fressen, was sich bewegt und vermehren sich einer unvorstellbaren Geschwindigkeit. Ich sage ja, Meerschweinchen! Als ob es nicht schon schwer genug wäre, in die Stadt eingesperrt zu sein. Oh. In diesem Buch gibt es auch eine Notiz. Da steht, ich habe einen Konstruktionsfehler im Sendeempfang gefunden. Aber ich glaube, ich weiß jetzt, wie man ihn beheben kann. Hier ist die gleiche. Damit sollten wir in der Lage sein, Momo zu helfen, den Sendeempfänger zu reparieren. Wenn er mit der oberen Ebene kommunizieren kann, könnte das unseren Weg nach oben sein. Zeigen wir ihnen, was wir gefunden haben. Ja, wir kehren zurück zum Momo. Ja, du spielst ja Stray, Kuno. Ja, hab ich ja gesagt, dass ich das halt spiele. Ich bin eine richtig süße, fette Mittekatze. Also fett bin ich noch gar nicht. Ich muss mich noch bewegen, nicht so wie die heutigen Haus-, die Stubenkatze, die was den ganzen Tag voll rumliegen und... Verstehst? Hast du denn gehört, Patrick? Mhm. Ein Gedicht, oder? Ja, wie? Der war scharf. Leute, wer von meinen Moderatoren gerade da? Marie, Umfrage starten. Ich war neugierig, ob die Community das Spiel fühlt oder nicht so. Auf Ehrenbasis, Leute. Ich find's echt irgendwo interessant, vor allem, was jetzt noch so kommt. Ich möchte die fetten Meerschweinchen killen. So, ich muss dazu jetzt rumkommen. Und du musst echt immer einen Weg finden. Es ist meistens nicht einmal schwer, aber es ist immer witzig, was du überall umeinander geistern musst. Mr. Summon, bring me a dream. Ich liebe es, wenn du live bist. Oblaster, genau das will ich hören, Leute. Wenn ihr sagt, das Spiel ist gar nicht so das Wichtigste, sondern einfach, dass der kleine blade Wurzel mit seiner Brühen wieder mal zum Sehen ist. Fühl ich! Leute, dazu stimmen. Dazu stimmen. Ja, nein. Wow. Oha, die Mehrheit fühlt das Spiel. Das fühl ich auch, meine Freunde. Sehr geil. Drei schreiben nach. Alle abstimmen. Drei schreiben nach. So, da hat sich gleich bekennen. Zu eurer Schuld. Das fühle ich, Leute. Liebe geht raus. Schaut, die, was dabei sind, die fühlen das Spiel. Die finden es gut. Und genau deswegen liebe ich euch. 24 zu 4. 25 zu 5. So mag ich das. Ihr wisst, Leute, ich glaube, das ist 26 zu 7. Es ist doch so, dass wir es nicht nur spielen werden, aber es ist ja mal eine Abwechslung, oder? Auf jeden Fall, Liebe geht raus. Hab den Skacker und das Probepack bestellt. Ein Shaker und das Probepack. Und dein Probe. Okay, ja, passt da. Aber die Probepack gingen die 10%. Nein, ich weiß. Leider. Da muss ich auch viel Geld. So, Momo. Ab geht die Lotzi. Hey, kleine Katze, suchst du immer noch nach den Notizen, Notizbüchern? Warte, ich muss da kurz runter. Ja, ich hab sie auch schon. Oh, du hast die Notizen von Clemens gefunden. Sie waren wirklich mutig, weißt du, die furchtlose Person, die ich hier getroffen habe. Ja, sehr geil. Oh, es gehört Doc. Er war wirklich ein großer Fan von Elektronik und so. Er war immer kurz davor, eine große Entdeckung zu machen. Immer kurz davor. So ist es, der Watzke. 29 zu 7 sind für Jo, das fühle ich, Leute. Und die anderen sehen mich vertröstet darin, dass wir eh wieder was anderes ausspielen.
Seppel, Seppel, Liebe geht raus. Wirklich, Liebe geht raus. Liebe geht raus! Momo! Warte, du hast tatsächlich alle Notizbücher meiner Freunde gefunden. Jawohl! Oh, was ist das für eine Notiz? Der Sendempfänger kann repariert werden? Das ist ja unglaublich. Das bedeutet, dass wir auch außerhalb des Slums kommunizieren können sollten. Yay! Ich denke danach, was, wer schreibt da, ja, oder wann kommt Wreckfest Fail Guy, Fall Guys geiler Stream? You Drachenpilot. Nach dem Spiel wird abgestimmt, ob man dann alte 4 Wreckfest spielen, weil Fall Guys wird heute wahrscheinlich, das geht sich zeitmäßig dann einfach nicht aus. Dann wird morgen wieder Fall Guys gespielt. Ich werde nicht jeden Tag Stray spielen, aber so alle 2 Tage mal. Und einmal in der Woche kommt Bora, bis ich es halt durch habe, Stray, ne? Ich habe gesagt, wir spielen jetzt dann noch bis um 8 Uhr herum und dann gehen wir einmal Umfrage starten. Das bedeutet, dass wir auch außerhalb, ja passt, Clementine, Balthasar, Doc, es tut mir leid, dass ich an unserer Sache gezweifelt habe. Ich verspreche euch, ich werde einen Weg finden, an die Oberfläche zu kommen. Danke, vielleicht finden wir für dich einen Weg nach oben. Jetzt lass uns die Schrotthaufen von einem Sendeempfänger reparieren. Ja, durchschnell! Ich will weiterkommen. Talia, hallo, servus, es funktioniert! Oh mein Gott! Geil. Komm mit mir. Schau, wie der Hartsteller, ob er sich schon einpresselt hat. Da oben siehst du das Gebäude hoch über den anderen. Ah, da ist er. Wenn du den Sendempfänger ganz oben auf dem Turm installierst, sollten wir wieder die ganze Stadt kommunizieren können. Meine Freunde können noch da draußen sein. Wenn es einen Fluchtweg gibt, werden sie davon wissen. Oh, okay. Du bist der Einzige, der klein und schnell genug ist, um den Zugs zu entkommen. Wir brauchen dich, kleiner Außenwälter. Bring uns in den Himmel. Mach mal, Abflug. Also, was für Gebäude meint das? Das, was da beleuchtet ist, gell? Ja, da ist ein Sendempfänger. Ah. Da jetzt umhatschen, ja Alter, das wird jetzt ein Weg werden, Leute. Mal schauen, ob wir da umkommen. Ich brauche. Servus, ich bin auch weiter da, wo ich viel verpasst. Jodler, wieder da. Es geht. Du hast jetzt da nur einen Einstieg, aber nichts Tragisches, sage ich mal. Wir versuchen jetzt, wir sind in einer Kuppel eingesperrt, in die Slums, und versuchen mit der Außenwelt zu kommunizieren, indem wir jetzt einen Sendempfänger dort einmal bringen. Und da sind überall kleine Minion-Meerschweindel, die was mich killen wollen. Und jetzt vermute ich mal, darf ich rennen. Ja, spring, du fette Ko... Spring! Verstehe schon. Markwei, du furchtloser Kater, ich weiß nicht, ich habe die fettesten Cojones vor alle da, weil ich der Einzige bin, der was überhaupt Cojones hat in dem Spiel noch. Gut, das war noch zu wenig, weiter wie meine. Aber ja, wenigstens ist die Kotze jetzt mittlerweile schon ein bisschen schneller.
Wir sind schon ziemlich genau auf dem Gebäude. Fünf Hütten haben wir. Nur wo muss ich jetzt hin? Da drüben ist das Gebäude. Okay. Jetzt bin ich gerade ein bisschen auf. Ah, da! Meine Güte. Lass die Katze rüber, lass die Katze rüber! Wo muss ich hin, wo muss ich hin, wo muss ich hin? Oder ich muss immer noch. Ja, so kann ich es natürlich auch machen. Haha, ihr Wappler! Ja, was ist das? Also, jetzt muss ich die Tonne da mischen. Er kommt aus Niederösterreich, der Booster. Muss ich nochmal. Steht ihr dabei? 21er Booster zu, wenn mir da ist. Ich Knopfkopf, ich reagiere da jetzt drauf nicht, weil wenn Wreckfest kommt, kommt's. Wenn du mir alle 20 Minuten jetzt im Stream fragst, wann Wreckfest kommt, gebe ich da halt leider keine Antwort mehr drauf, Leute. Es kommt und das reicht doch. Ich hab gesagt so, bis 8 Uhr um den Dreh herum werden wir jetzt das spielen. Und dann kommt eine Umfrage. Ob ich es fühlen würde beim Hungriger Hugo, ich habe ihm tatsächlich auch schon eine Mail geschickt, dass er, wenn er möchte, den Content gern benutzen kann, wenn er will. Aber ich bin halt einfach zu klar, weißt du schon? Also, ich bin für einen Hungriger Hugo nicht viel mehr als wie der Dreck unter seine Fingernägel. Ne? Wenn man bedenkt, mit was für einem Art Streamer, dass er normalerweise zusammenarbeitet. Ne? Ich geh gerade nicht rauchen. Mach du das? Jo. Wie komm ich da jetzt wieder weiter? Salziger Hektar, nö. Tschüss. Warum muss ich da jetzt weiter? Eieieiei, jetzt bin ich schon wieder froh. Okay, also. Ah, da ist ein Loch. Eieiei. Das schaut aber auch nicht so gesund aus da. Ich würde echt nichts sagen, aber ich glaube, heimisch fühlen würde ich mich da jetzt nicht unbedingt. Alter Schwede, und da wurde ich schon wieder. Das fühle ich eigentlich gerade überhaupt nicht. Katze ist tot. Brutale Spüre. Ich bin gerade von einem Haufen Minions Meerschweindel zusammengehauselt worden. Simon Dala, servus. Ding. Also, wir haben noch ein kleines Problem. Die Dinger stängern auf Katzenfleisch. Na, gucken Sie an. Der hat auch nicht mehr Grips als ein Spatzfleisch an der Kniescheibe. Wo muss ich jetzt hin, oder? Domi oder was? Ah. Springen kennst du ja, wie so jetzt. Alter, bin ich gut! Keine Gäste. Ja.
Danke, Manze, für den Follower. Sorry, ich muss kurz. Spring hoch, wie du fetter Wapp. Und schnell zu. Ganz, ganz schnell. Ui, 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 ui. Wieso sind denn da jetzt platzt? Da lauser platzen die Viecher einfach. Wo soll jetzt mit der hin, mit der da, ne? Nirgends da? Warum hab ich da jetzt hier bei einem Miesen? Grüße Primo, der Ratzenbeck, habe ich der Ratzenbeck reißt die Eierwinkel. Ne? Wie geht's dir, Simon? Mir geht's gut, bis auf die Tatsache, dass ich gerade schon wieder ein wenig überfragt bin, was ich da muss. Und mal kurz mein Handy zweimal gehört, mal schauen, ob es was Wichtiges ist. Kurz der Frau natürlich, Standard. Geht schon weiter. So, Nana, hallo, sind auch dabei. Grüße, Nana. Ich habe mir jetzt gedacht, ich muss sie auslaufen, damit die da einer kommt und weiterlaufen kann. Jetzt haben wir das Problem, da gibt es nichts zum Weiterlaufen, oder? Nein, da geht's nicht weiter.